Ja, und die Autodichte in deutschen Städten, die nimmt zu. 451 Autos je 1000 Einwohner gibt es mittlerweile in den 25 größten Städten in Deutschland. Könnte so eine Schwebebahn eventuell Abhilfe schaffen, also helfen, das Verkehrschaos ein bisschen zu entlasten, zu dämpfen? Die Firma Skyway hat diese Schwebebahn hier entwickelt. Erste Test der fahrerlosen Hochgeschwindigkeitsgondel laufen derzeit in Dubai. Ein ausgeklügeltes Netz dieser Gondeln könnte, so die Betreiber, bis zu 10.000 Passagiere pro Stunde von A nach B transportieren.